Moin Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir waren in der letzten Folge bei Impa. Und die hat uns erzählt, dass wir die vier Titanen befreien müssen. Ich habe gesehen, hier unter dem Haus sind noch ein paar Ausdauerlinge. Die nehmen wir natürlich mit, auf entspannt. So, der Plan ist jetzt erstmal Kakariko ein bisschen zu erkunden, mit den Leuten zu reden. Warte mal, war hier noch ein Pilz? Weil hier gibt es ja bestimmt auch Aufgaben zu erledigen. Und die will ich schon gern mitnehmen, so gut es geht. So. Und das Dorf leckt ein bisschen. Frag mich nicht, wieso. So, das sieht nach einem Ausgang aus. Schauen wir uns erstmal hier um. Da ist Paya. Link, erschreckt mich doch nicht so. Was ist denn? Wollt ihr etwas von mir? Was machst du? Ich habe ein Gebet zu unseren Schutzgeistern gesprochen. Sie wachen über uns und leiten unsere Schritte eurem Weg, Link. Ist auch unser Weg. Deshalb ist das Einzige, was ich jetzt für euch tun kann. Ja, die ist sehr nett. So, haben wir hier jemanden, der trainiert? Hm? Was ist? Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Ich erinnere mich. Du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit der großen Herrin in den Weg gestellt hat. Genau, der bin ich. Wie bitte, du meinst, wer ist dieser Ritter? Junge Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du noch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Spurtkarotte. Er aß das ausschließlich Spurtkarotten, um seinen Körper zu stehlen. Und er trank mit Vorliebe Spurtkarottentee. Das hat mir zumindest mein Großvater immer erzählt. Also hör auf mit dem Witz und isst fleißig Spurtkarotten, damit du stark wie der große Ritter wirst. Spurtkarotten. Wichtiges Anbaugebiet dieser Karotte ist Kakariko. Ah, Beimuskelett, oder? Karotten kannst du jederzeit im Laden bei meiner besseren Hälfte kaufen. Wenn du so stark werden willst wie der große Ritter, dann kann ich dir ein paar Hinweise geben. Ah ja. Natürlich glaubt uns keiner, weil es vor 100 Jahren passiert. So, den Topfdeckel würde ich gerne mitnehmen. Aber ich bin full. Ja, also nicht mitnehmen. Gehen wir mal, was ist das? Zutatenladen, satt und glücklich. Oh, ich wäre auch gern satt und glücklich. Ah, oh ja, die hätten jede Menge Sportkarotten. Aber ich habe leider kaum Geld. Die verkauft Herzen, ne? Die Göttin hat unser Land gesegnet, deshalb gibt es hier viele Tiere und Pflanzen. Unsere Zutaten stammen auch alle von hier. Zu kochen nur die allerhöchste Qualität. Nimm die Sachen ruhig einmal in die Hand oder kann ich sie anderweitig helfen? Brauchst du an? Nee, nicht um Pilze. Hab's mir anders überlegt, aber ich glaube, die sammelt Herzen, oder? 20 Gold? Genau, Gold. 20 Silber für ein Herz. Ja, nimm bitte alle drei, weil ich habe keine Ahnung, wofür man die gebrauchen könnte. So, kochen und genießbar. Ah. Nee, auf Wiedersehen. Und wenn ich mal irgendwann mal was kochen will, komme ich nochmal wieder und frage sie nach Rat. So. Jetzt waren wir da drin. Dann gehen wir noch hier rein. Das sieht auch aus wie ein Laden. Der Kesselköcher. Ah, die hat eine Quest für uns. Ein Kunde, welch seltener Anblick. Hier gibt es kaum noch junge Leute, die sich fürs Bogenschießen interessieren. Meine Pfeile sind Ladenhüter. Freue mich, ein junger Mann zu sehen, der sich für Bogenschießen interessiert. Ich rüche um. Ich will verkaufen. Okay. Ah. Okay, hier gibt es sehr viele Bögen. Pfeile. Brauchen wir aber aktuell auch noch nicht. Außer haben wir kaum Geld. Was ist das, ein Käfer gewesen? Oh, schade. Ja, haben wir diesen. Haben wir uns hier auch schon mal umgesehen. Das sieht aus wie ein Hotel. Gasthaus, genau, das meinte ich. Was haben wir hier Schönes? Oh, die schläft schon. Wie viel Uhr haben wir denn in dem Game? 21.45 Uhr. Moin. Bist du ein Gast? Du hast mich erschreckt. Also, normales Bett 20. Luxusbett 40, glaube ich. Nö, lass mal. Aber ich würde jetzt gern tagsüber weitermachen. Das heißt, ich werde jetzt kurz mal am Feuer chillen.
Das geht doch bestimmt hier auch, oder? Ja, warten. Bis morgens. Das finde ich schön. Ein bisschen chillen am Feuer. Sehr schön. Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen mehr los. Wo geht's hier lang? Interessant, interessant. Da haben wir ein Hühnchen. Melos Pflaumengarten, betreten verboten. Okay. Da hängt noch ein schöner Apfelbaum. Moin. Was denn? Angriff ist die beste Verteidigung. Rüstungskürbisse taugen doch nichts. Ich werde diesen ekligen Dinger in Stücke hauen. Von denen lasse ich mir nichts mehr gefallen. Okay. Der schläft aber noch. Oh, ein kleiner See. Da nichts dran. Hier haben wir auch noch ein Hühnchen. Oh, Sputkarotten. Karotten sehen zum Anbeißen aus. Wer immer sie anbaut, scheint sie liebevoll zu hegen und pflegen. Die darf ich nicht klauen. Ey, sowas würde ich auch niemals tun. Oh, eine Schnecke gefunden. War es noch? Oder noch mehrere? Ah, so ein Wasserwerk, ja? Haben wir hier noch ein Hühnchen? Ja, kein Problem. Moin. Morgen. Ich will gerade mal schauen, wie es den Pflaumenbeinen geht. Okay, und du bist? Oder? Narbes. Hohoho, in unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht einer von den Jäger, oder? Jäger? Das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst auf der Wäsche zu schauen. Diejenigen, die der Verheerung Ganon ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztes sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gar noch einschätzen. Nimm mir die kleinen Schätze nicht übel. Vielleicht kann ich dir hiermit wieder gut machen. Oh, ein Kürbis. Das ist Kagaris Spezialität, ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit in mein Feld vorbei und frag mich. Okay. Jäger. Okay, haben wir uns hier auch schon mal umgesehen. Was haben wir hier Schönes noch? Hi. Dorian. Herr Link. Mir schwirren in letzter Zeit so viele Gedanken im Kopf herum, dass ich kaum Schlaf finde. Wenn ihr erschöpft seid, solltet ihr euch im Gasthaus erholen. Okay. Aber warte mal. Diese eine Frau. Mit dem schon geredet? Hier gibt's Kleider. Die Boutique Zwei Früchtchen heißt... Was? Heißt sie willkommen. Besuchen Sie... Oh, hui, du gefällst mir. Genau mein Typ. Trägst du auch noch einen Schikarstein am Gürtel? Moment mal. Ein Schikarstein? Das ist doch so ein tolles Ding, das nur wichtige Menschen Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwie... Irgendwer ganz Wichtiges, oder? Ja, wie siehst du aus? Lass mal checken. Schöner Ellbogen. So. Kleider machen Leute. Angeblich. Ah, also ne. Willkommen in der Boutique Zwei Früchtchen. Der Ninja-Anzug dort ist ein Renner der Saison. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Es muss für jeden ein gewisse Jagd gehen. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Witzekleiner Nachteil. Ja, es gibt ja auch Rüstung mit Effekt, wie man hier sieht. Hier kann man gut sneaken. Ist das nicht die Chic-Rüstung? Sieht ein bisschen chic-mäßig aus. Was haben wir hier so? Hylia-Gewand. Hat natürlich viel mehr Verteidigung als meine Sachen aktuell. Oh, das kann ich mir kaufen. Aber brauche ich nicht. Wobei, wenn ich undercover unterwegs sein will. Ich finde den fresh. Will den haben. Einfach nur, weil er fresh aussieht. Yeah. Bisschen Assassins-mäßig unterwegs. Was? Ja! Yeah. Was haben wir hier?
Alter, so ein Huhn-Fanatiker, oder? Alles klar. Da sind ein paar Hühner. Haben wir uns größtenteils jetzt hier umgesehen. Okay. Das ist sehr gut. Also, was wollte ich jetzt machen? Irgendwas war da noch. Genau. Bei der Frau hier. Sie hatte doch so ein... Genau das da. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, du bist ein Meister mit dem Bogen, oder? Nichts bringt mein Blut, sondern Ballon wie gute Bogenschützen. Wie wär's, zeigst du mir, mit dem du umgehen kannst? Ja, natürlich. Prima, du musst einfach nur die Laternen bei der Statue der Göttin anzünden. Okay. Aber das geht doch nur mit Feuerpfeil, oder? Ja. So. Wir haben einen Bogen. Aber die Flammen sind aus. Wir könnten ein paar hiermit anzünden. Oh, Entschuldigung. Ah, so nicht. Vielleicht kann ich ihn ja so. Das geht wirklich, lol. Einfach so kurz hier reinlunken. Dann haben wir auch schon einen coolen Feuerpfeil hier. Zack. Zum Glück gibt es hier Bewegungssteuerung, ey. So, und da noch. Ja, ich glaube, einer fehlt noch, oder? Nee, neuer Eintrag. Geklappt. Sehr schön, das ging eigentlich ziemlich flott. So, dann gehen wir zur guten Frau zurück. So. Ich habe alles gesehen, du warst gar nicht dabei. Hey du, ich habe dir zugesehen. Du hast richtig was drauf. Da habe ich nach langer Zeit mal wieder Herzklopfen gekriegt. Mein Mann ist auch ein meisterlicher Bogenschütze, aber im Moment gehen wir uns aus den gewissen Gründen eher aus dem Weg. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Gefühle noch einmal spüren würde. Oh, bitte. Hui, ist das plötzlich heiß hier. Ich bin dir dankbar, dass ich das mir ansehen dürfte. Hier für dich. Oh, es steht hier auf mich, oder? Ach, hätte er doch nicht auf Hühner umgesattelt, sondern weiter auf den Bogen geübt. Ach du Arme. Gut. Ich glaube, erstmal können wir hier nicht mehr machen. Wir gehen nach Hateno. Hateno ist unser nächstes Ziel. Und zwar hier. Zeldas Vermächtnis. Wir haben ja unser Gedächtnis verloren. Und unser Shikar-Stein ist ja auch nicht voll funktionstüchtig. Aber bevor wir zu Hateno gehen, würde ich gerne auch ein letztes Mal da hochgehen. Aus gewissen Gründen. Warte mal, wer bist du denn? Macht ihr auch gerade Pause? Das hier ist meine Töchter Coco und Brico. Wisecrack des Todes. Dieser Moment, in dem ihr alle in Ruhe mit meinen Kindern sprechen kann, sind unschätzbar wertvoll für mich, obwohl ich ihnen eigentlich immer das Gleiche erzähle. Was erzählst du? Auf diesem Hügel ist ein Schrein, über die der Shikar seit ewigen Zeiten wachen. Im Walde hinter dem Schrein jedoch kann ein aufmerksamer Zuhörer ab und zu etwas vernehmen. Das Schluchzen einer Frau. Wer davon handelt die Geschichte? Eigentlich wohnt dort die Schutzgöttin unseres Dorfes, aber in letzter Zeit machen Monster die Gegend unsicher. Ich erzähle ihnen also diese gruselige Geschichte, damit sie sich nicht dorthin trauen. Coco macht die Geschichte Angst, aber Brico hört sie aus irgendeinem Grund gern. Okay. Wir gehen mal dahin. Weil das hatte ich gerade vor. Na, da, 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 da. Nein! Bleib hier! Schade. Wenn man diese Viecher schlägt, kriegt man Geld. Naja, was soll's. Hier haben wir noch. Oh, da gibt's Feen. Warte mal, wenn man sich bei Feen anschlägt, kann man die, glaube ich, aufsammeln, ne? Eine Fee. Wenn du die Energie verlierst, wirst du wiederbelebt. Ein sehr geiles Feature. Ah, ich hätte gern alle Feen, die es gibt. Das hat nicht so geklappt. Aber ist nicht schlimm. So, da hinten war noch einer. Perfekt. Ein paar Schleichglöckchen nehmen wir mit. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, Prinzessin in Ezian. Das soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für jedoch für ausgestorben. Doch in den letzten paar Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden.
Wichtig und richtig. So. Alles los. Und das hier sieht aus wie ein riesiger... Keine Ahnung was. Hallöchen. Du, junger Mann. Bitte hör mich an, aber gern. Ich bin die große Fee Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendete die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Ich habe leider nur 37. Um meinen Kraft wiederherzustellen. Ich habe nicht so viel. Gib dir ein andermal das Geld. Wenn ich es zahlen kann. So, aber jetzt gehen wir wirklich. Oh, was war das denn? Eine Fettkarotte. Jawoll. So, wie sieht es mit unserem Proviant aus? Und wir haben noch genug Heil-Items. Ich habe ja eh nur 3 Herzen. Ah. Auf in den Osten. Wo ist eigentlich Underdog? Den guten Jungen brauchen wir. Alter, bin ich hoch. Ich muss hier lang, ne? Ah, ich höre Underdog. Ah, der ist da unten irgendwo. Achso, der kommt jetzt hier hoch, ne? Ja. Ja, ja, doch, ich sollte ihn schon mitnehmen, es ist schlauer. Wo ist das Pferdchen? Da ist das Pferdchen. Ah, komm mit. Wir gehen auf Abenteuer. Ah, alles gut. Wow, ganz schön bockig heute. Alles klar. Ah, perfekt. Mach. Steuerung. Traust dich nicht darüber. Doch, traut sie sich. Ah, hier sind auch noch ein paar Fische. Ob wir Fische auch mit der Speer holen können? Wir traben hier ganz entspannt lang. Okay. Ah, hier ist ein Schrein. Aber den können wir noch nicht aktivieren. Die Frage ist, komme ich hier auch wieder raus? Hier sieht es doch ganz gut aus. Ja, perfekt. Auf ins nächste Abenteuer. So. Oh, hier geht es aber tief runter. Oder? Jo. Ja. Hier ist ganz schön... Ganz schön leer hier oben. So. Oh, shit. Oh, shit. Skyrim, bist du's? Da haben die Pferde auch so eine scheiß Kollision. Alter. Nicht sterben. Nicht sterben, bitte nicht. Ihr habt das Spiel echt gut entwickelt. Ihr habt es gleich geschafft, alles gut. Ja, perfekt. Gut gemacht. Die Frage ist, wo bin ich hier? Ah, komm, stell dich nicht so an. Ach komm, ich gehe ohne dich weiter. Das macht doch alles keinen Sinn hier. So. Nicht getroffen. Ich brauche noch ein bisschen Fleisch, tatsächlich. Und? Alter! 360. So, Leute, ihr wisst es, es ist nur ein Spiel, ne? Wenn ich hier Tiere umlege, dann nur... Es ist sowieso nicht echt, von daher. Alles gut. In echt will ich kein Tier was zuleide tun. Es ist halt traurig, man muss sowas hier sagen, sonst heißt es irgendwann... Ich töte gerne Tiere, Alter, in Spielen. Ja, tatsächlich ist das nicht der Fall.
Boah, Alter, ein Headshot. So. Hier ist ein Schrein in der Nähe. Eigentlich wollte ich ja nach Hateno. Ah, okay, ist für der Weg dahin. Perfekt. Was ist denn hier unten? Voll der krasse Friedhof hier. Alter. Das ist aber nicht ganz normal hier, oder? Da ist ein Mensch. Eine Maxi-Rübe, Alter. Hm, wer bist du denn? Ah, du hast sicher eine Frage zur Archäologie. Deswegen wendest du dich an Caleb. Koryphäe der antiken Forschung. Was? Du hast keine Ahnung, wovon ich rede und wer ich überhaupt bin? Ich bin Kalib. Ich habe mein Leben der Erforschung von antiken Schreinen gewidmet. Bevorzuge allerdings Magister Caleb. Oder auch nur Magister, so nennen mich die meisten, oder sollten sie zumindest. Wie denn auch sei. Ich bin gerade mit den Entziffern dieser alten Inschrift beschäftigt, daher habe ich keine Zeit für Laiengespräche. Alte Inschrift? Lange Jahre lang erforschte ich das Thema schon, das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts werden. Daher musste ich ständig auf der Hut vor Thesendieben sein, die sich meiner Arbeit bemächtigen könnten. Nicht einmal meine Familie kann ich davon diesen Forschern erzählen. Ach bitte, Magister. Magister. Hast du mich gerade Magister genannt? Nicht einfach nur Caleb, sondern Magister und klang auch noch so ehrlich gemeint? Ja. Nun. So viel intellektuelle Eifer sollte man natürlich belohnen. Gut, ich gebe dir ganz unter uns einen Einblick. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue im dunklen Licht, durchbohrt sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Inschrift, die ich zur Entschlüsselung versuchte. Na, siehst du jetzt, dass diese Abel von Horizont eines Lernen gänzlich übersteigt? Nun weißt du, was ein wahrer Magister leistet. Tagsüber Schreine ausgraben und nachts solche Kopfnüsse knacken. Ich sollte mich nun wirklich wieder an meine Arbeit widmen. Dann setzen wir das Gespräch in einer Mal fort, ja? Verfluchte Statue? Ich hab's nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Aber anscheinend ist hier ein Schrein. Können wir das nochmal hier, guck mal kurz. Genau. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue im dunklen Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Aber nur nachts, oder wie? Nachts passiert hier irgendwas. Würde es nicht regnen, könnte ich ein Feuer anmachen und wir könnten gucken. Wollen wir das mal machen? Vielleicht schaffe ich es ja schnell genug, ein Feuerchen zu machen. Aber wir machen das, ich bin jetzt neugierig. Ich schon jetzt ein bisschen das Interesse geweckt. So, wir brauchen einmal Feuerstahl. Feuerstahl, ja, wie ein Profi. Holz und Feuerstein, nicht Feuerstahl. Feuerstahl ist zwar auch was ähnliches, aber naja. So, wir legen das dahin und kloppen einmal gegen. Zack. Hat nicht geklappt. Ja, natürlich nicht. Der Feuerstein kann ja nicht hochgehen, wenn es regnet. Mein Fehler, I'm sorry. Ich habe ja noch Feuerpfeile. Da. Okay, es entzündet sich gar nicht erst, weil es regnet. Das ist jetzt nervig. Aber warte mal, hier ist doch Feuer. Hä? Wie kann da Feuer brennen? Oh, lol, perfekt. Nein. Och Mann. Ja gut. Ich würde sagen, ich merke mir einfach mal diesen Ort unter. Ja, einfach so ein Sternchen. Und wir gehen weiter. Aber noch was zum Essen. Ich lasse es am Leben. Alter, krass. Oh, wer bist du denn? Mach's gut. Da war ja nicht so gesprächig. Du siehst aber seltsam aus. Nicht übel, dein Körperbau. Und du scheinst mit dem Schwert am Bogen umgehen zu können. Willst du vielleicht der Jägerbande beitreten? Nein. Du willst nicht? Warum hörst du dir nicht an, was ich dazu zu sagen habe? Die Jägerbande ist eine kampferprobte Truppe um Meister Koga, die in dem Helden Einhalt gebieten will. Dein Leben gehört mir. Dann komm doch. Ich wusste nämlich, dass du fake bist.
Komm, greif an. Alter, sind die schnell. Alter. Hab ich dich. Alter. Ich lass mich doch jetzt hier nicht umbringen, weil so ein Möchtegern-Kämpfer. Hey, wir haben Reis gefunden. Boah, Alter, zum Glück hatte ich eine Fee. Ah, ich hatte ja kein Dings draußen. Boah, okay, die sind am Anfang echt stark, muss ich zugeben. Hab ich dich. Oh, ausgewichen. Wie ein Profi. Hab ich dich. Bam, Junge, in die Fresse. Okay. Er greift wieder von oben an. Zack, zack, zack. Weg mit dir. Kopfsammler. Der Sichelvermögen der Jägerklinge soll abschrecken und auf Feinde wirken. Beeinträchtigt jedoch die Haltbarkeit der Waffe. Eine Schwertbanane. Die Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Pirone. Das Fruchtfleisch versteckt den Körperkraft. Gekocht verstärkt sie diesen Effekt noch. So, unser erster Jägerkampf. Davon wird es noch einige geben. Problem ist, er hat mich echt gut gehittet. Okay, den machen wir weg. Der ist Müll. Ich würde jetzt hier gerne nochmal ein bisschen grasen hier. Ah, vergessen wir das einfach. Perfekt. Spielen wir halt mit zwei Händen so lange. Das dürfte, aber ich glaube, der hat auch nicht mehr so viel Haltbarkeit. Oh, eine Ausdauerschrecke. Nehmen wir mit. Da hätten sich ein Schrein. Schade, dass wir kein Pferd mehr haben. Naja, Underdog hält uns nicht mehr. Wir sind zu weit weg. Lol, wo war gerade mein Bombenmodul hin? Was haben wir hier? Eine Kiste. Bernstein. Nice. Das freut mich natürlich sehr. Da hinten haben wir noch ein Türmchen, der uns die Karte freischaltet. Google Maps. Da hinten sehe ich noch ein paar Gegner. Du doch was. Na, wer bist du denn? Wer bist du? Was machst du? Was soll das? Okay, er ist ertrunken. Sehr schön. Alter, lass den Mann in Ruhe. Zack. Hey, Gabel, her damit. Und. Zack, 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 zack. Zorn nimm mir mit und er ist erst offen. Wunderbar. Wo ist denn der Mann? Da. Das war knapp, richtig knapp. Zum Glück warst du in der Nähe. Hier, ein kleines Dankeschön. Kraftschmorfisch. Danke dir, Bro. Kann ich gut gebrauchen. Der Held ist back. Und das müssen die Gegner wissen. So. Surfen wir mal ein bisschen hier runter, damit wir mal ein bisschen Speed haben. Oh, Schild ist gleich im Arsch. Müssen wir aufpassen. Ah, wer bist du denn? Schaffe ich den schon? Ein bisschen kritisch aus. Das sind mehrere. Oh, scheiße, einer hat mich gesehen. Ich gehe auf Nummer sicher. Alter! Wieso ist der hier? Ey, der schweißt mit Gegnern. Boah, Alter. Okay, die sind doch ein bisschen stärker. Die sollte man nicht. Alter. Nein, Bro. Schmeiß doch nicht mit Knochen. Was ist hier los? So, weg mit ihm. Moin. Perfekt, das hat geklappt. Alter, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? So. Du bist der Nächste. Zack, weg mit dir.
1 und 2. Okay. Alter, der hat mit Schild gebumst. Boah, Alter, das war knapp. Ein Tierschild? Was ist denn der Schild der Nikula? Nick Luder, Handwerker. Okay. Moblinhorn? Moblinhauer? Die waren schon ein bisschen stärker. Boah, der hat ein gutes Schild. Gib mir das. Oder ein Schildbreak einfach. Oh shit, ich kann das Schild nicht aufheben. Okay. Alter. Der Zweihänder haut schon ordentlich rein. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Er lebt jetzt nicht mehr. Okay, einen Moment, Leute. Ich habe gerade keine Waffe mehr. Nehmen wir... Ah, perfekt. Ah, falscher Gegner. Okay. Schmeißen wir einfach alle unsere Waffen weg. So. Jetzt habe ich hier wieder ein paar Knüppel. Ausweichen. Zack. Eigentlich wollte ich nur nach Hateno. Alter, jetzt geht's ja richtig ab hier. Ah, shit. Scheiße, ich roll gerade irgendwo runter, das ist nicht gut. Alter, wo bin ich hier gelandet? Ah, jetzt gibt's das mal auf die Fresse. Oder auch nicht. Hau ab. Zack, Junge. Flieg mal eine Runde. Oh. Muss ich aufpassen? Alter, die Attacke hat mich auch gekillt. Ist ja unmenschlich, was hier abgeht. Ja, wirklich wie Dark Souls gefühlt. So. Sanderlanze. Okay, die ist echt stark. Wunder, dass sie mich gehittet hat. Meine Rüstung ist ja auch ziemlich beschissen. Wo ist denn das Schild jetzt, Alter? Hier ist das Schild. Alter, der Kampf hat sich ja richtig krass gezogen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, das hat nämlich mehr Verteidigung. Ah, perfekt. Okay, wisst ihr was? Alter, da liegt noch ein Schwert. Das nehme ich auch noch mit. Die halten nicht lang. Wir warten mal kurz bis morgens. Ich glaube, da sind weniger Gegner da. Das war schon nicht ohne. So. Perfekt. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, ich nehme alles zurück. Hier sind genauso viele Gegner. Alter, ich muss aufpassen. Die blauen Moblinsen, Bocklinsen sind ein bisschen stärker als die. Alter, was willst du eigentlich? So, auf die Fresse. Okay. Weg mit dir. Und weg mit dir. Ja, wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Alter, ich verstehe die Welt hier nicht mehr. Was geht hier ab? Alter, das gibt's nicht. Alter, was passiert hier? Ja, richtig auf die Fresse. So, Schwert weg, ey. Scheiß drauf, Digga. Der Axt ist bereit, drauf geböllert. Einen Moment. Alter, sehr schön. Gib mir die Lanze. Moblanze, perfekt. Oh, alle weg mit euch. Bruder, das war ja nicht mehr feierlich hier. Oh, Schleimgelee nehmen wir mit. Eigentlich will ich immer noch nach Hateno. Aber ich werde hier komplett vermöbelt. Überall Wachen, ey. Was ist das Spot? Okay, jetzt habe ich das Schild zerstört und jetzt?
Sind jetzt hier neue Dinge? Ich sehe nichts. Vermutlich nicht. Okay. Ich kann euch nicht mal genau sagen, wo wir hier sind. Atheno. Ruin des Reiterplatzes. Ach was. Ist das die London Farm? Ist das hier die London Farm, wo ich hier war? Ja, das sieht so aus. Oder? So. Bringt das was? Ich glaube nicht, ne? Da habe ich so viele... Oh, ich brauche die Pfeile wieder. Okay, scheiß drauf, wenn der mich jetzt sieht. Das war Glück. Fang. Sehr schön. So, nehmen wir seine Lanze mal mit. Interessant, ey. Ganz schön windig heute. Also im Spiel. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter nach Hateno. So. Und ich werde diesen Baum da hinten fällen, weil da hängt noch ein schöner Honig dran. Schöner Honigwabe. Perfekt. Nehmen wir mit. Das machen wir kaputt. Holz nehmen wir mit. Brauchen wir. So. Hier ist ein Random Stein. Warum ist hier ein Random Stein? Okay, er ist einfach nur hier wegen, weil das kann. Okay. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und da ist schon der nächste, der auf die Fresse will. Ah. Hau mal ab. Und er fällt runter. So. Wie gesagt, Pferd rufen ist nicht. Pferd steckt den Kakariko fest. Zumindest in der Nähe. Was haben wir hier noch Schönes? Boah, Alter! Was bist du denn für einer? Weg mit dir! Lebt er noch? Okay, er lebt safe nicht mehr. So. Wir müssen aber eigentlich gut auf dem Weg sein. Oh, hier ist ein Schrein in der Nähe. Ich kenne nicht den Grund deiner Reise, doch es gibt einen Ort, der deines Besuchs mehr als würdig wäre. Hoch oben auf der Ranelle-Spitze entspricht die Quelle der Weisheit, die ich als Ziel meiner Pilgerfahrt erkor. Ah, Quelle der Weisheit. Kennt man ja aus Skyward Sword. Ah, da ist nix. Ich würde gerne den Schrein mitnehmen. Ich habe solche Angst. Wieso? Oh. Also hier sind echt viele Bocklings unterwegs. Ah. Hi. Nein, Mac. Hä? Wo? Jungs, was macht ihr hier für Scheiße? Ah, weg mit dir. Ach, da. Na, Hacke. Ey, die will ich mitnehmen. Komm mal her. Danke dir, Bro. Weg mit dir. So. Du bist sicher. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nur deinetwegen bin ich noch am Leben. Nimm das jetzt gleich meines Dankes. Boah, geil. Diesen Schwierigkeiten stecken wir immer nur, nur weil mein Schwesterchen immer Pilze suchen gehen will. Ja, aber sie Pilze ist ja wichtig. Oh, wo ist hier der Schrein? Da lang. Nee, da lang? Da lang.
höre Musik. Ah, wir sind da. Ateno. Ein schöner Ort. Oh. Alles gut. Wer da? Bist du ein Eindringling? Nein, ein Reisender. Hm, stimmt schon. Du siehst aus wie ein ganz normaler Hylianer. Unter den Hylianern gibt es nicht mehr viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vor schnelle Schlüsse gezogen habe. Dann gehöre ich weiter. Du bist hier auf Durchreise, oder? Also wenn du einkaufen willst, wirst du den Krämerladen für den nicht. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Dankeschön. Geil, geil. Na? Hey, was ist? Ich habe was Neues gefunden. Willst du sehen? Zeig her. Gut, mir nach. Wo denn? Eigentlich wollte ich kurz in den Schrein gehen. Ach so, er meint den Schrein, oder? Ach nee, er meint... Ah, ich weiß, was er meint. Okay. Da, Kleiner, haben wir es gleich. Hier lang. Na, toll, oder? Sieht fast aus wie eine Statue. Am Haus des Bürgermeisters, was das wohl ist? Sieht aus wie ein Dämon, Alter. Oh, man hat mich also nicht vergessen. Du sprichst ja. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Ja. Jetzt bin ich aber überrascht. Wofür betest du einen lebenslangen Wohlstand? Bist du bei mir richtig? Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewähre Leben gegen Geld. Keine große Sache ist da nichts dabei, doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungswürdigen Gestalt einer Schatten meines früheren Selbst. Im Dorf nehmen sie mich nur die Dämonenstatue. Und es kommt noch nicht mal jemand vorbei, um Hinterlassenschaften der Vögel wegzuputzen. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man da falsch gemacht hat, ob man nicht so versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich, kein Stück. Ich habe lediglich gewartet. Auf jemanden wie dich, der mich versteht. Aber genug davon. So sollen wir uns dann mal das Tauschen machen? Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. Oh nein. Du Hund, du hast mir Ausdauer geklaut. Ich habe eben nichts verlernt. Den Container habe ich eben ohne Probleme aus hier heraus operiert. Bruder, gib mir den wieder. Du kannst mit der Statue sprechen. Ich gehe mal wieder zurück. Ey, Bruder. Gib ihn zurück. Fühlst du dich ausgedrückt? Ich bitte dich, sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an langfristige Geschäftsbeziehungen interessiert, da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also was darf's rein? Ich habe ich schon erwähnt, ich bin eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Daher nehme ich jetzt Container und Ausdauercontainer an, die ich beim Zurückgebliebenen tauschen kann. Ach so, ich könnte jetzt zum Beispiel ein Herz holen, ne? Will ich aber nicht, ich will meine Ausdauer zurück. Du wirkst misstrauisch, aber sei ganz unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, des Containers zu tauschen. Das funktioniert zuerst, verkaufst du mir für 100 Rubine eins deiner Container. Willst du einen Container soll, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob es einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer haben willst. Rede einfach hier zu mir, wenn du einen Container tauschen möchtest. Sehr schlau. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Dungeon. Bevor wir uns die Stadt ansehen. Wo dieses scheiß Piepen mal aufhört. So. Der Miyama-Gana-Schrein. Miyama. Perfekt. Wir gehen rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Miyama-Ganas Apparatur. Okay, perfekt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ist so eine Art Murmelspiel, ne? Ja, sogar eine Truhe drauf. Okay, neigen wir das gute Stück mal. Okay. Oder ist das nervig? Okay.
Kann ich nicht einfach... Okay. Warte. Ah, okay. Ein bisschen Rumspielerei hier. Ah, ja. Oh, oben ist ein bisschen schwierig. Truhe kann ich mir jetzt wahrscheinlich gerade nicht holen, ne? Oder? Ich dagegen dotze? Naja, nicht wirklich. Jetzt hängt die Kugel da fest. Oh, lol. Okay. Oh, das wird jetzt ein bisschen tricky. Dreh den Controller mal ein bisschen. Lass das so. So. Und mach hoch. Was? Daneben? Wie kann das denn sein? Alter, ist das schwer. Warte mal, ich habe gerade ein Pfeilpferd im Kopf. Ich jetzt testen, das ist bestimmt ziemlich dämlich. Einen Moment. Das geht! Oh mein Gott, ich habe den Controller gerade umgedreht. Komm, das wird jetzt die Challenge. Auf, abwarten. Okay, jetzt habe ich die Steuerung verkackt. So. Alter, es hat geklappt. Was? Wie dämlich. Ja. So mache ich meine Rätsel, Leute. Wie geil. Hat das ein anderer YouTuber auch so gemacht oder Streamer? Das wüsste ich gern mal. So, kurz mal hier so. Und damit ich an die Kugel rankomme, an die Schatztruhe. So. Gehen wir mal hoch hier, den Aal. Komme ich da jetzt hin? Ja, komm ich. Perfekt. Natürlich habe ich die Kiste gesehen. So. Der Ishin-Bogen. Traditioneller Bogen aus der Shikar-Zeit. Problem ist, wie komme ich zurück? Das habe ich nicht bedacht. Ah, einfach so. Perfekt. Ja, also, Rätsel ganz speziell gelöst, schätze ich mal. Einfach Controller umdrehen und Abfahrt. So. Und wir gehen raus hier. Das haben wir. Eins haben wir wieder. Okay, sehr gut. So Leute, wie es in Athena weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr liken oder abonnieren, falls ihr neu seid und mich kostenlos zu unterstützen. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann hier Athena erkunden, mit den Leuten reden, wie wir es in Kakariko auch schon getan haben. Also, wie gesagt, macht's gut und ciao.